ihr Lieben, herzlich willkommen hier. Ich habe ja ein neues Mikrofon. Ich weiß jetzt nicht, ob er hier, ob das jetzt über das Mikrofon läuft, über mein Trustmorph-Mikrofon. Weiß ich jetzt nicht, oder ob das über das Microsoft. Mal sehen. Es geht jetzt aber nicht um mein Mikrofon, sondern, ich wollte es ja nur zeigen. Darum geht es nicht. Es geht um die GZ-Gebühren, um den Rundfunkbeitrag. Und zwar hat es da ja einige Leute gegeben, die der Meinung waren, dass der Rundfunkbeitrag nicht verfassungsgemäß ist. Und das wollten sie mal klären lassen. Und jetzt hat das oberste Verfassungsgericht entschieden, nicht in Deutschland, sondern in der EU, weil in Deutschland hatten die schon entschieden, da war der Rundfunkbeitrag sowieso verfassungsgemäß. Wer hätte auch was anderes erwartet? Und jetzt hat die EU entschieden und die EU hat gesagt, der Rundfunkbeitrag ist, Achtung, verfassungsgemäß. Jetzt werden viele sagen, okay. Ja, also die haben ein Gutachten erstellen lassen. Und in diesem Gutachten kam dann der Gutachter zu dem Schluss, der Rundfunkbeitrag, die sogenannten GZ-Gebühren, sind verfassungsgemäß. Also Gebühren, die von einer privaten Organisation erhoben werden, die überhaupt nichts mit Sendern oder Ausstrahlung etc. zu tun hat, sondern die einfach nur dafür da ist, solche Gebühren einzutreiben. Das macht irgendwie Sinn. Irgendwie. Und natürlich brauchen Sendeanstalten zum Beispiel wie ARD, ZDF, WDR, NDR und so weiter, also die sogenannten öffentlich-rechtlichen, die brauchen, um unabhängig zu bleiben, also um eine unabhängige Berichterstattung zu garantieren, benötigen die Gebühren. Also Geld. Neben ihren Werbeeinnahmen. Denn die haben auch Werbeeinnahmen. Da benötigen die Geld. Jetzt kann man natürlich sagen, Moment mal, die Privaten haben doch nur Werbeeinnahmen. Die finanzieren sich doch rein aus Werbeeinnahmen. Ja, aber da kann man ja nicht mehr ganz garantieren, dass die unabhängig und neutral sind. Es ist genauso wie mit den Zeitschriften. Wenn Sie zum Beispiel eine Bildzeitung, egal, wenn man sich so eine Zeitschrift kauft, dann wird ja auch immer von der Zeitschrift behauptet, okay, wir sind unabhängig und neutral. Das jetzt Frankfurter Allgemeine ist oder die Bildzeitung. Und ebenso die Frankfurter Allgemeine oder die Bildzeitung haben ja auch Werbung. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, sind die jetzt wirklich neutral, wenn sie Werbung haben. Aber sie behaupten das auf jeden Fall. Und beide Zeitungen sind neutral. So. Aber diese Zeitungen sind ja nicht neutral dahingehend, dass ich jetzt sage, okay, wenn ich jetzt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, da muss ich für die Zeitung, sagen wir mal, 2,50 Euro zahlen. Und dann muss ich nochmal 2,50 Euro zahlen an den Zeitungskiosk Gebühr, damit diese Zeitung auch neutral bleiben kann. Ne, so eine sozusagen eine Pressegebühr oder wie wir die auch immer nennen wollen. So, und die wird von den Kiosken erhoben. Weil ist so. Und dann würde eben die Zeitschrift nicht mehr 2,50 Euro kosten, sondern 5 Euro. Ja. Und dann würde jeder sagen, okay, müssen wir halt bezahlen, ist halt, damit die Presse unabhängig bleibt. Verstehen wir ja. Wenn ich dann ein Abonnement habe, dann kann ich das auch nicht kündigen, weil das muss ich dann immer zahlen. Ne, also so ein Zeitungsabonnement, das ist nicht mehr kündbar. Nämlich, wie es jetzt ja ist, dass ich einfach sagen kann, nö, ich zahle das nicht, ich will das nicht mehr und tschüss. Das geht dann nicht mehr. Ne? Weil das sind Sender, die werden ausgestrahlt. Also im Fernsehen ist das nicht mehr. Wenn im Fernsehen jetzt sagt, ich schaue zum Beispiel kein Fernsehen, jetzt nur als Beispiel, ja, aber du könntest ja theoretisch, weil es wird ja ausgestrahlt. Und daher könnte man ja theoretisch. Was heißt, ich könnte theoretisch? Theoretisch könnte ich auch zum Mond fliegen. Das heißt ja nicht, dass ich das mache. Und theoretisch könnte ich ja auch mal wirklich nach Berlin gehen und sagen, liebe Bundeskanzlerin, was du da machst, ist völliger Quatsch. Jetzt machen wir mal wirkliche Demokratie. Jetzt holen wir mal das Volk zusammen. Das geht. Jetzt machen wir doch mal eine Abstimmung. Was halten denn wirklich die Bürger davon, was du hier machst? Und sollten wir das nicht so und so machen? Alles möglich. Theoretisch. Aber das heißt doch nicht, dass das einer macht. Ich meine, gut, wir Deutschen sowieso nicht. Ich meine, Frankreich ja, Deutschland nein. Das ist schon gar kein Problem. Ja, also da. Wie gesagt, das ist alles verfassungsgemäß.
Gut, jetzt kommt nicht mit Verfassung. Also wenn jetzt hier wieder welche sagen, ja, wir haben ja in Deutschland, haben wir ja keine Verfassung. Das ist ein anderes Thema. Da kann man dann eine ganze Sendereihe drüber machen. Deutschland, deine Verfassung, juppie. So, also, wie gesagt, das Problem ist und bleibt einfach, dass hier eine Gebühr in den Raum gestellt wird, die meines Erachtens keinen Sinn und Zweck hat. Darüber hätten die Richter eigentlich stolpern müssen. Die hätten darüber stolpern müssen, dass sie, auf der einen Seite habe ich TV-Sender oder Medien, die sich ohne irgendwelche Gelder verbreiten. Ich habe ja auch das Internet, wo ich ja auch im Grunde genommen Nachrichten verbreiten kann, ohne dass ich jetzt da und die sich rein aus Werbung finanzieren. Das funktioniert. Und auf der anderen Seite habe ich Medien, die sich durch Werbung finanzieren und dann noch sagen, ja, wir müssen aber noch Gebühren erheben, damit gesichert wird, dass wir neutral sind. Das würde ich sagen, ist ein bisschen seltsam. Da hätten eigentlich die Richter im Europäischen Gerichtshof drüber stolpern müssen. Die hätten sagen müssen, Moment mal, das soll jetzt verfassungsgemäß sein? Ja. Aber wie gesagt, es ist ja auch so, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Ne? Kennen wir ja. Also, was bleibt uns übrig? Weiter zu bezahlen, wie immer. Und natürlich das Schöne ist, wir können jetzt einfach sagen, okay, wir treten aus der EU raus. Wir sind ja der größte Beitragszahler überhaupt. Dann könnt ihr in Brüssel den Laden dicht machen und dann zahlen wir gar keine GZ-Gebühren mehr. Was haltet ihr davon? Ja, das wird nicht so ganz passieren, weil im Sendebeirat sitzen ja Politiker. Also genau jene Leute, die von Steuergeldern leben. Genannt Diäten. Also da wird sich auch nichts tun. Im Endeffekt sind wir der Angeschissene, wie immer. Und das heißt, naja, also, wie gesagt, ich verlinke euch drunter die Pressemitteilung. Ich war jetzt ganz überrascht. Also, wie gesagt, das dauert ja schon seit Urzeiten an, aber jetzt haben sie gesagt, ist verfassungsgemäß. Muss man mitleben. Pech gehabt. Ja, okay. Dann müssen wir halt einen Brexit hier machen, auch in Deutschland. Das wäre dann auch verfassungsgemäß und dann müsst ihr mitleben und Pech gehabt, liebe Richter aus der EU. Wäre das nicht schön, wenn wir wirklich mal als Volk einig wären und sagen würden, hier, liebe Freunde, wir zeigen euch mal den demokratischen Finger. Nicht den Stinkefinger, den demokratischen Finger. So geht's nicht. Das wäre doch mal klasse. Ne? Aber ich glaube, das passiert in Deutschland eh nicht. Also, in diesem Sinne, eine wunderschöne Woche, eine wunderschöne Weihnachtswoche und noch einen guten Rutsch.